Okay, wir haben also jetzt diese zweite Runde Diskussion. Hier haben wir unter den Überschrift gestellt: Spiritualität und Bewusstseinsentwicklung. Das Thema, wo ich auch mal anfangen mit braucht Spiritualität in Religion. Bitte? Braucht Spiritualität Religion? Ja, hätte ich erstmal gesagt. Und dann teile ich euch mit der Astrologie. Meinst du, ob Spiritualität Religion braucht? Ja. Das hatte ich erstmal so als einen Gedanken. Ich kann das so schwer auseinanderhalten, wenn wir uns definieren. Das können wir ja nicht machen. Ich könnte jetzt nur, man muss ja immer so ein bisschen in die Runde reinwerfen, damit wir ins Gespräch kommen. Also meinst du, ob Spiritualität so etwas wie eine Konfession, eine konkrete Religion braucht, ja, der man angehört? Meinst du das so? Ja. Zum Beispiel? Ja. Denkst du, das ist jeder Person? Das nennt jetzt je nach Persönlichkeit, die einen laufen lassen, die eingebunden sein, konkret auf der Erde, dann in so einer Organisation, die besondere Personen, die greifen das nicht. Also ich glaube, wenn man das konfessionell sieht, muss Religion nicht immer mit Spiritualität verbunden sein. Unter Spiritualität verstehe ich mehr auch das Forschen und Erkennen nach Wahrheit, während ja viele konfessionelle Religionen ganz rein auf dem Fürwahrhalten im Sinne von Glauben bauen. Dazu braucht es nicht unbedingt spirituelles Streben. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, dort ist jetzt eine Institution, ein Bischof oder Papst oder auch ein Wunder oder egal wie du heißt, und mir einfach nur sagt, das und das, so ist das, und das glaube ich jetzt einfach, dann habe ich das Gefühl, das hat mit Spiritualität zu tun. Ich glaube, Spiritualität beginnt dann, wenn ich das selber auch reflektiere und versuche, mein Leben zu erkunden. Das, weil das hat eben auch mit Freiheit zu tun. Okay. Aber. Ja, ich kann dem zustimmen. Im Wort Konfession heißt ja bekennen, sich bekennen zu etwas. Und ich denke, in der Spiritualität, ich spreche explizit auch von Spiritualität oder auch von Spiritualität, ist das ein Moment, das dazugehört. Ja, klar. Es ist ein Moment, das dazugehört, sozusagen sich etwas hinzugeben. Also diese Hingabe, diese sozusagen, sich voll und ganz zu etwas zu bekennen, ist ein notwendiges Moment, um diese Entwicklung auch wirklich zu machen. Das heißt, es ist nicht nur damit getan, dass wir reflektieren oder dass wir erkennen. Ja. Und in diesem Sinne, also wenn man jetzt mal Konfession, jetzt mal sprachlich jetzt mal guckt, woher das kommt, da steckt ja eine Idee drin. Und die ist, glaube ich, in der Spiritualität ganz wichtig. Aber natürlich brauche ich nicht zu einer Konfession zu gehören, ja, also einer etablierten Religion zu gehören, um spirituell zu sein oder spirituell mich zu entwickeln. Ja. Auch um religiös zu sein. Oder religiös zu sein. Gut, wobei, wenn ich sage, ich bin religiös, dann habe ich trotzdem meine Praktik, habe meine Form des Gebets oder wie auch immer, ja. Und dann ist das eben vielleicht meine ganz individuelle Konfession. Ja, gut, ja. Also das sind natürlich das sind die Grenzen auch fließend. Ich glaube, ich kann es jedenfalls nicht so scharf trennen. Ja. Ja, für mich ist Spiritualität eine Erfahrung und die kann man innerhalb einer Religion machen oder auch außerhalb. Also wenn man nach Altötting mal gegangen ist, dann weiß man, was heißt Spiritualität innerhalb einer Religion. Also ich finde, da ist das spirituelle Erleben ganz stark. Interessant.
ein Wallfahrtsort in Bayern, aber der ist richtig, also da hatte ich so das Gefühl, da ist, also ich bin nicht katholisch, aber dann merkt man einfach, da ist was so. Aber man kann auch immer jeden Tag im regelmäßigen Gottesdienst gehen und ohne jede spirituelle Erfahrung so. Und man kann spirituelle Erfahrungen auch außerhalb einer Religion machen, aber das ist vielleicht, das kommt auf den Typ an, das kann verunsichernd sein. Also für viele ist es vielleicht leichter, wenn ich die Spiritualität innerhalb einer Religion mache, weil dann ist der Rahmen irgendwie klar und dann kann ich diese Spiritualität irgendwie einordnen. Wenn ich das halt außerhalb einer Religion mache, dann muss ich so freigeistig sein und so eigenständig, dass ich sage, da gehe ich selber mit um. So, und ich fühle mich gut dabei. Also würde ich auch sagen, ist so eine Typsache, vielleicht wie saturnisch oder uranisch man ist. Mhm. Okay. Ich glaube, dass das Verständnis von Spiritualität eine große individuelle Not hat. Und ich möchte mal versuchen, mit dem Gegenteil mir das Wort spirituell zu erklären. Das Gegenteil wäre vielleicht durch materielle. Das ist also das Spirituelle in dem in den immateriellen Bereich hineingeht. Für mich ist so eine Vorstellung, eine Abgrenzung hinzukriegen. In diesem Diskussionsdruck vor allem interessiert mich die Entwicklung der betreibenden Bewusstseinsentwicklung. Und was können wir hier im Horoskop sehen? Wie kann uns das Horoskop dort unterstützen? Du hast ja schon in deinem Referat auch gesagt, ja, man kann das Niveau aus dem Horoskop nicht herauslesen. Ja, ich denke, dem können wir alle uns zustimmen. Wir können im Horoskop nicht mal sehen, ist es ein Mensch, ist es eine Maus, ist es ein Innenzeitpunkt. Aber trotzdem, auch bei den spirituellen zum Hinweisen, sind diese Themen angebracht im Horoskop. Da gibt es ja Techniken, wo man schon sagen kann, ja, das könnte ein Thema sein. Eben das mit dem Narzissmus, zum Beispiel. Was gibt es für Möglichkeiten im Horoskop, die uns anzeigen, uns weiterhelfen können, wo wir in so einem spirituellen oder auch allgemein Bewusstseinsentwicklung bewegen? Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Und ich hoffe, dass Sie jetzt das jetzt nicht ganz schnell lassen darf. Wie kann uns das Horoskop unterstützen, wenn wir uns um die Bewusstseinsentwicklung kümmern und da weiterkommen wollen? Naja, ich denke, dass zunächst mal das Horoskop gibt uns, das habe ich auch ein bisschen ausgeklammert vielleicht, aber dieses ganze Thema Karma, ja, das heißt, das ganze Horoskop liefert uns ja ein Abbild verschiedener Prozesse, Erfahrungen, die wir zu durchlaufen haben, sage ich mal. Ja, also ganz deterministisch sage ich das jetzt mal so. Und als Astrologe habe ich ja die Aufgabe, sozusagen den Menschen zu orientieren und eine Orientierungshilfe zu geben und ihn ja, ein Stück weit an die Hand zu nehmen, durch diese Erfahrungen so hindurchzugehen, dass er diese Erfahrungen, dass sie ihn in seiner Entwicklung fördern. Dazu gehört letztendlich, Entwicklung heißt für mich immer letztendlich auch der zu sein, der ich bin. Bewusstseinsentwicklung. Bewusstseinsentwicklung und das heißt Selbstbewusstseinsentwicklung. Und insofern, wenn ich jemanden berate und es geht um ganz materielle und ganz diesseitige Dinge, ja, bin ich dabei, möglicherweise ihm dabei zu helfen, ja, mit seinem Leben klarer zu kommen und dadurch auch zu wachsen und dadurch auch ganzer zu werden. Das ist, so sehe ich meine Aufgabe als Berater. Und es gibt ja ein Paradoxon, das finde ich ja ganz faszinierend. Und zwar in dem Maße, wo wir unser Schicksal annehmen, werden wir freier. Weil wir in dem Moment, aus dem Kontext von dem Vortrag von gestern auch, heißt es ja eigentlich, wenn ich das annehme, nehme ich mich selbst an. Ja. Also auch Verantwortung macht frei. Ja, wobei das Wort Verantwortung ist ein bisschen, kann schwierig werden.
wenn ich jemandem suggeriere, dass er verantwortlich ist für das, was er jetzt erlebt. Weil dieser Mensch erinnert sich nicht an sein vergangenes Leben. Er erinnert sich nicht an sich selbst, wie er sozusagen das in Gang gesetzt hat. Deswegen finde ich, das Wort Verantwortung kann gleich dazu führen, dass sich der Mensch schuldig fühlt. Oder dass sich der Mensch bedrückt fühlt. Ja? Ganz böse als. Ich hätte da etwas anders machen sollen, ich bin daran schuld. Also das ist etwas, was ich persönlich sehr versuche zu vermeiden. Weil das ein Killer ist. Ja. Ja, aber ich finde, das solltest du nicht vermeiden, weil die Frage, Schuld gibt es ja nun mal, egal in welcher Religion, ob es uns gefällt oder nicht, Schuld gibt es, Punkt. Also dann würde ich auch von meinem Astrologen ein Konzept hören, wie ich mit dieser Schuld, die vielleicht da ist, dass ich mal umgehen kann. Aber wie definierst du denn Schuld, wenn du sagst, Schuld gibt es, Punkt, wie definierst du denn Schuld? Ja, keine Ahnung, ich habe ja gerade gehört, im Karma sagt man mir, wenn ich jetzt krank geboren wäre, dann hat das vielleicht etwas zu tun mit meinem letzten Leben. Dann ist ja die Frage, wie lange soll ich jetzt noch haben mit dieser Krankheit oder übernehme ich Verantwortung und sage, okay, das ist offensichtlich mein Karma. Ich versuche mal das Beste draus zu machen und was gibt es heute zu essen. Also ne, das wäre für mich sozusagen der konstruktive Umgang mit diesem Thema. Anstatt jetzt ständig sozusagen zu hadern, warum muss ich und warum hier und warum jetzt, also diese ständigen Fragereien. Ne? Aber den Begriff Schuld, den möchte ich in meinem Leben nicht ausklammern. Weil sonst haben wir nur die anderen Schuld. Das ist ja auch Schuld. Also werden wir noch lieber gucken, was hat es mit mir zu tun, oder? Also ja. Das Eis hilft ja nichts, wir müssen ja trotzdem irgendwie uns damit auseinandersetzen. Du hast mich angeguckt. Ich antworte mal kurz darauf. Ich glaube, also ich frage mich wirklich, was bringt es jemandem zu sagen, dass, wenn er krank ist, ja, zu sagen, das ist jetzt die Folge eines, ne, also das ist vielleicht eine Erkenntnis, der dazugehört, ja, und zwar als Obacht, ja, aber um ihm durch diese Krankheit oder durch diese da durchzuhelfen oder damit umzugehen, ja, gehören in erster Linie ganz andere Dinge dazu. Und da würde ich die Schuld oder die Sache oder die Botschaft, du bist schuld daran, an letzter Stelle stellen. Und ich würde vielmehr in den Vordergrund stellen, geh liebevoll mit dir um. Ja. Aber dann wäre vielleicht was abstellen. Dann würde vielleicht was abstellen, wenn doch Krankheit als Weg, wenn man dann sagt, das ist. Ja, das sind, vielleicht gibt es bestimmte Konzepte für Dinge, für die Gewohnheiten, die du ändern kannst. Klar, das alles gehört dazu. Und dann eben auch das liebevolle Akzeptieren, ja, meiner selbst gehört dazu. Mhm. Ja, ich würde bei der Schuldfrage einfach eine andere Fragestellung in den Raum stellen. Zum Beispiel, was kann ich besser machen oder anders machen, als ich das bisher gemacht habe, was offensichtlich nicht zum Ziel führt. Was könnte ich anders machen? Und das nimmt von der Schuld so etwas Bedrückendes und führt uns zurück auf unsere Möglichkeiten. Was habe ich für Möglichkeiten, zum Beispiel meinen Verstand anders einzusetzen, als ich es bisher getan habe, meine Sprache oder anders auf die Welt zuzugehen oder so, um die Situation beim nächsten Mal anders zu gestalten. So statt Schuld. Mhm. Ja. Ja, ich hatte mich auch letztens nach Definition von Schuld gefragt, weil ich denke, das ist auch so ein Killerwort. Also ich finde, man kann eigentlich nur dann wirklich von Schuld sprechen, jetzt hier, wenn damit eine Absicht verbunden ist, jemandem Schaden zuzufügen. Was soll ich denn dazu nehmen? Dann würde ich von Schuld sprechen. Wirklich die Absicht da ist, will jemand Schaden und so. Und ansonsten ist eher auch das Wort Verantwortung. Wir gehen aber auch jetzt, wenn wir so eine tiefe Ebene gehen, die alle mit unserer völligen Selbstverständlichkeit auch so aus, von unserem früheren Leben und so. Für mich zumindest ist es so, ich habe da früher auch sehr drin gelebt, sag ich mal, in diesem System, habe auch sich Rückführungen so gemacht, aber inzwischen sage ich, es ist halt auch nur ein Konzept und es hat eine gewisse Stimmigkeit, also es hat insofern eine Stimmigkeit, weil ich überzeugt davon bin,
wir kommen natürlich nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Aber ich frage mich mal, ob es nicht auch völlig andere Konzepte, was sich vielleicht so Parallelleben gibt. Und wir sind mit Bewusstsein im einen, die anderen finden auch statt. Auf einer höheren Ebene ist eine Beeinflussung. Aber wir nehmen sie nicht wahr, weil wir einfach sehr zu begrenzt sind. Aber ob diese wirklich diese karmische Geschichte mit dem früheren Leben und so weiter wirklich so eine Realität, was auch immer, es ist ein Konzept, es hat eine gewisse Schlüssigkeit. Und von daher sind, wenn ich jetzt zumindest mal ein Fragezeichen dahinter stelle, hinter dem früheren Leben als ein Anfangskonzept, dann ist die Schuldfrage auch gar nicht mehr so klar und eindeutig, sondern ich versuche auch, und ich finde, das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, du hast eine gewisse Verantwortung für das, was mit dir passiert, oder du bist schuld an dem, was mit dir passiert. Also es kommt auch, finde ich, völlig anders an. Und das mit der Verantwortung, denke ich, das darauf kommt. Okay, dann hier erstmal der Laden dann da. Ja. Könnte man das Konzept von Karma jenseits von Reinkarnation überleiten im Sinne einer modernen Aufklärung, im Sinne nämlich der wissenschaftlichen Erkenntnis, die wir von der Genomik haben, wo wir inzwischen zum Beispiel ganz individuelle Therapien favorisieren, dass wir überleiten auf unser Genom, das ja Ausdruck unserer Vergangenheit, unserer familiären Vergangenheit, unserer speziellen Ahnen, Vater, Mutter, Großmutter, die ja uns als Geschenk sozusagen in unserem Genom das mitgegeben haben, was in der Ahnenfolge maßgebend war, speziell jetzt in meiner Familie. Und das jetzt dann auch das Programm Ausdruck dessen sein könnte, was mir von meinen Vorfahren gegeben worden ist. Was ich auch im Horoskop erkennen kann. Was ja auch was man ja auch im Horoskop ja auch gerade rauszulesen, ne? Antik. Okay. Ich glaube, du warst vorher, ne? Weil die Frage nach Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Also ich erlebe diese Schuldfrage in Gesprächen mit Klienten ganz häufig. Und insofern ist die Energie, diese Schuldenergie ja da. Ich kann sie da nicht einfach wegreden. Oder ich kann nicht mal einem Klienten sagen, also ich finde, das Schuldthema gibt es nicht. Dann drücke ich ihm sozusagen meinen Bewusstseinsstand auf und produziere vielleicht beim Gegenüber noch viel mehr Schuld, weil er sagt, wie kann das, aber ich nicht. Dann fühlt er sich noch schuldiger, weil er da nicht hinterherkommt. Und das finde ich ganz, für mich ganz wichtig zu gucken, was ist meins und was sehe ich aber für Möglichkeiten im Horoskop des Klienten. Also was kann ich ihm anbieten, was für Handwerkszeug hat er, um vielleicht seinen Weg zu gehen, was ich unbedingt sozusagen, mein Weg ist ja nicht sein Weg. Und da sich selber rauszunehmen und nicht zu sagen, ich habe ein Konzept und mein Konzept bastel ich jetzt irgendwie so in das Horoskop meines Klienten ein, dass wir dann irgendwie eine gemeinsame Sprache finden. Das ist, glaube ich, oft ganz schwierig und auch eine Gefahr, sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich habe das Thema mit Schuld vielleicht nicht mehr, vielleicht habe ich es auch nur verdrängt. Aber da kommt es auch nicht zu. Also sein Thema ist es. Und dem muss ich mich als Berater dann auch stellen und dann nicht sagen, Schuld gibt es nicht. Okay, wir fragen. Ja. Zurück zum Thema Schuld und Karma. Also ich maße mir nicht an zu sagen, dass was jemand hier erlebt, ja, in Leitsituation, ist einfach nur eine karmische Folge. Das habe ich ja versucht auch darzustellen. Das kann ja ganz andere Gründe haben. Es kann sogar der Grund sein, dass ich die Aufgabe habe, für jemand anders, ja, eine Erfahrung, dass jemand anders eine Erfahrung macht, dass er mich pflegen muss zum Beispiel. Oder ich habe aus welchen Gründen auch immer gewählt, diese Erfahrung zu machen. Das klingt verrückt, ja, aber warum nicht? Also ich glaube, es ist anmaßend zu sagen, das ist etwas, was rein zu sagen, aus einer Verfehlung kommt. Das spielt sicherlich eine Rolle, das glaube ich schon, das macht mir Sinn, aber ich würde das nicht darauf reduzieren. Und da, ja, und das andere ist, was ich glaube, Schuld, also
ich sage ja nicht, dass nicht jemand das, ich möchte nicht die Schuld sagen, jemand gibt Schuld, gibt es nicht, das meine ich nicht. Aber an mich kann ich ja von Schuld nur sprechen, da wo jemand auch sich selbstbewusst ist und aus seiner Absicht heraus handelt und so. Und dass normalerweise die allermeisten Menschen, die zu mir kommen, erinnern sich nicht an ihr vergangenes Leben und was sie da für Absichten und für, ne, so. Das heißt, ich kann das gar nicht adressieren, dass dieser Mensch mit einer Absicht sozusagen sich schuldig gemacht hat. Deswegen in diesem Kontext nur, ne, vermeide ich so eine Botschaft zu geben, du bist schuld daran, weil dann diesem Wort Schuld einfach so viel dranhängt, auch an negativen Konnotationen, die eher hinderlich sind. Also ich fand es jetzt mal interessant, diesen Aspekt der Schuld zu beleuchten. Erstens auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Spiritualität und dem Begriff der Religion. Also in meinem Dafürhalten gibt es eigentlich diesen Schuldbegriff in erster Linie in dem Zusammenhang mit Religion. Kann sein, dass das jetzt nicht so sehr, würde ich jetzt mal auch die Haltung anderer interessieren. Dann, woher kommt dieses Schuldbegriffsempfinden? Ja? Hängt das nicht auch zwangsläufig damit zusammen, dass man eben bewusst bestimmte Gesetze, Regeln überschreitet? Ja? Oder auch unbewusst? Also, dass man eine Zuwiderhandlung begeht, dass man eben nicht, wenn man im weitesten Sinne gesehen nicht eins ist, ja, nicht in der Lage ist, die Verbindung herzustellen zwischen Dunkel und Hell, sage ich jetzt mal banal, oder Böse und Gut, also dieser Wertigkeit. Das ist natürlich in der Region, was weiß ich, wenn man heutzutage Plastiktüten ins Meer schmeißt und die Region, was weiß ich, im Wal anstirbt, kann man sich dann nicht auch schuldig fühlen? Gut, wir waren ja jetzt bei einer anderen Möglichkeit. Ja, das Karma, natürlich ist das genauso, was man sich da schuldig, kein Thema. Gut, das ist auch schuldig. Aber ich meine, die meine Verbindung, ja, natürlich, klar. Mhm. Insofern, also schuldig kann man nicht, klar. Ja, das war eigentlich mein Punkt, dass wir natürlich Frau Pirat auch von Berlin und sonst so einfielen, die da solche Umbringung, wo wir ja gerade streiten, sind die schuldig oder nicht und haben das mit Vorsatz getan. Aber ich war eigentlich noch gar nicht fertig. Denn zu diesem Schuldbegriff gehört für mich auch unweigerlich, das mag sein, dass das jetzt eine religiöse Prägung hat oder eine katholische Erziehung dem zugrunde liegt, dazu gehört eben für mich auch diese Opfer und Sühne. Ja, also einfach Dinge, die für mich auch ganz eng mit dem Schuldbegriff zusammenhängen und die sich ja auch durch etliche Religionen ziehen. Das wollte ich mal noch gerne hier ergänzen, in den Raum schmeißen. Ich sehe halt auch eine gewisse Gefahr bei diesen ganzen Vorstellungen von Karma und Wiedergeburt. Also früher bin ich da auch unheimlich mal aufgefahren und habe mein ganzes Leben damit erklärt. Und dann fing ich an, beraterisch tätig zu werden und therapeutisch eben zu arbeiten. Und mittlerweile habe ich doch so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Szene, also Menschen, die da sehr auf dem Leben und darauf abfahren, sage ich jetzt mal, ein bisschen neigen, die Ursachen innerhalb ihres Lebens zu übersehen und ein bisschen schnell voreilig im Vorleben herumbohren und da oft zu tollen Erklärungen kommen, warum sie Probleme haben, aber eigentlich nicht zu lösen. Und insofern bin ich mittlerweile da einfach extrem vorsichtig geworden mit solchen Gedanken und Spekulationen, weil ich mir immer sage, ich glaube, es gibt diese Zusammenhänge, aber ob mein Hirn die versteht, fühle ich mich auch ein bisschen überfordert. Also deswegen bin ich da einfach sehr vorsichtig geworden. Ich habe den Verdacht, es muss ja gar nicht stimmen. Das meine ich auch, dass dieser Schuldbegriff ganz besonders über eine Folge unserer handländisch-christlichen Kultur und Erziehung in diesen Raum, in den europäischen Raum hier vor allem gekommen ist, allein um, ich glaube, das ist auch von Paulus, ne, stark propagiert worden ist, um die Erlösung zu verkaufen. Denn
Wozu muss ich erlöst werden, wenn ich nicht schuldig wäre? Und deshalb hat Paulus die Erbsünde erfunden. Es kommt ja praktisch, ich werde geboren, bin schuldig. Und jetzt muss Christus kommen und du musst daran glauben, der erlöst dich dann wieder davon. Das ist meines Erachtens völlig unsinnig, mir eine Schuld in die Wiege zu legen, damit ich nachher dann die Absolution, also über Erlösungswert und so weiter, davon wieder reingewaschen werde. Nein, also Menschen können nicht schuldig werden. Wenn wir mal auf die Paradiesgeschichte zurückkommen, Adam und Eva, die jetzt ja angeblich Schuld auf sich geladen hatten, weil sie von diesem berühmten Baum da gegessen hatten, den Baum der Erkenntnis. Da muss man mal vielleicht einwenden. Die hatten ja noch gar nicht die Erkenntnis und konnten also durch diesen Apfelpflück gar nicht schuldig werden. Denn Schuld setzt Erkenntnis voraus. Ich würde diese Behauptung, dass die Schuld vor allem so in so einem christlich oder vielleicht monotheistischen Rahmen hauptsächlich wiederfindet, wirklich ganz, ganz entschieden widersprechen. Ich hatte ja gestern schon das Beispiel des Kambodscha gebracht, wo ich eine Frau, die ich vielleicht auch ganz gut kennengelernt habe, eben das tiefste Überzeugung gesagt hat, was musste ich früher für schreckliche Sachen gemacht haben, schuldig gewesen sein, dass ich in so einer Zeit oder dem Roten Schmerz wiedergeboren worden bin. Und ich kenne aus Indien, also gerade weil auch zum Beispiel auch in Indien so wenig soziale Unruhen eigentlich gibt und so eine Bewegung wie in China nie wirklich Fuß gefasst hat in der unglaublich verarmten, verelenden Landbevölkerung. Hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute wirklich überzeugt davon sind, wenn sie jetzt irgendwo in einer niederen Kaste oder als Dalit, als Unberührbare oder als Adivasi, als Tribals wiedergeboren sind, dass sie einfach, das ist ihre Schuld. Wie man das Wort benennt, aber es ist, man läuft letztlich vom Gefühl her auf sowas wie Schuld hinaus, dass ihnen das jetzt widerfällt, dass sie nicht irgendwo was machen oder sonst was. Ich glaube, dass dieses Schuldkonzept, ich sage es jetzt mal von dem Tür mit anthropologischer Grundkonstante ist, die sich in allen Kulturen findet, in allen Religionen findet und die überhaupt nichts Spezifisches, abendländisches oder christliches oder jüdisch-christliches oder so. Wahrscheinlich ein Machtmittel. Machtmittel ja. Religion. Was, das ist ja noch eine zweite Frage, woher, warum, wieso, aber jetzt natürlich auch die Frage, warum, wenn es ein Machtmittel ist, warum funktioniert das so gut? Wir hatten ja auch vorhin schon mal so kurz angedeutet, dass man auch außerhalb der Religion schuldig werden kann, ohne dass das ein Machtmittel ist. Das steht ja nicht von der Gesellschaft als Machtmittel benutzt, dass irgendwas, dass die Leute Plastiktüten nehmen werden. Das ist ja etwas, wo etwas passiert. Ne? So. Ja, ich glaube, dass wir uns zum Thema Schuld bis heute noch nicht neu sortiert haben. Also die Religionen haben ja so viel für schuldhaft erklärt, wo man sagen kann, da ist keine Schuld eigentlich. Aber es wurde unglaublich viel für schuldhaft erklärt. Deswegen haben wir heute eher den Reflex zu sagen, Schuld gibt es nicht. Das ist alles Macht, das ist alles Institution. Und ich glaube, wir müssen uns neu sortieren, wie wir heute, was wir jetzt wirklich unter Schuld verstehen. Ich glaube auch, also wenn ich irgendwie betrunken über einen Bordstein rase oder ein Wettrennen war auf dem Winter und ich überfahre jemanden, dann mache ich mich schuldig. Also ganz definitiv. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch mal ein bisschen neu sortieren und uns von dem Trauma befreien, was Kirchen und Institutionen früher noch alles als schuldhaft bezeichnet haben. So. Ich glaube, das haben wir in der Jesus-Szene immer noch nicht ganz bewältigt, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt noch zwei und dann müssen wir die Runde beenden. Ja, nur kurz. Also ich finde den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, sehr wichtig. Nämlich wir leben jetzt hier auf der Erde. Und da geht es darum, dieses jetzige Leben zu gestalten. Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, unbedingt wissen zu wollen, was war in meinem Vorleben oder was ist da gewesen oder so, sondern dass man noch mehr guckt, was beinhaltet auch anhand vom Horoskop das jetzige Leben. Und wie kann ich da unterstützend eingreifen. Und das andere natürlich, ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass es Wiedergeburt gibt und ein Jenseits und so. Nur sage ich mal ganz einfach, ich kann mich bemühen, mich dem anzunähern durch
religiöse oder mystische oder spirituelle oder so Vorstellungen und so. Aber solange ich es nicht wirklich erfahren und sehen kann, habe ich auch kein Recht dazu, das auf irgendwen drüber zu stimmen. Ja? Da kann ich sagen, ja, überleg mal, wenn man das annimmt, da gibt es viele Leben oder mehrere, dann kann ich sagen, okay, dieses Leben hier und jetzt ist nicht alles, es ist damit nicht alles vorbei. Trotzdem geht es jetzt darum, das möglichst zu gestalten. Genau. Das hat was mit Annehmen zu tun. Jetzt mal ganz kurz. Schluss, ja. Schlusssatz. Also, vielleicht habe ich mich vorhin missverständlich ausgedrückt. Mir geht es eben, wie du es gesagt hast, nämlich, dass ich in der Esoterik ganz schnell diese Schuldzuweisung bekommen habe, nach dem Motto, karmisch hast du selber Schuld und so. Und habe ich mich immer gegen gewehrt und habe in dem Moment immer gesagt, dann möchte ich lieber nur ein lutherisches Leben haben, hier und jetzt, dann interessiert mich Karma nicht. Andererseits weiß ich als Ökologin natürlich, dass alles in Kreisläufen ist, also warum nicht auch wir, ne? Also vielleicht müssen wir in dieser Polarität weiterhin leben. Okay, ja, vielleicht, aber... Also mir fällt da ein schöner Spruch von einem indischen Guru ein, der gesagt hat, die indische Tradition hat zwar das Richtige gewählt mit Karma und, ne, das ist einfach ein Naturprozess, aber der Westen hat das Bessere gewählt. Der hat zwar nicht recht, aber hat das Bessere gewählt, weil er sozusagen auf den Moment konzentriert, auf das Leben, das einmal da ist und da strengt man sich an und macht das Beste draus. Okay. Also das ist für mich ein ganz guter. Ja, dieser Runde, ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir 20 Minuten Pause, bis voll. Und Herr Müller? Ja, ne?